Guten Morgen. Es war schon frühlingshafter. Der Winter kommt zurück und auch sonst erfahren wir Rückschläge. Und der Frühling kommt trotzdem. Frau Ginger wirft sich mitten hinein in den Frühling. Hier ist sie. Der Frühling kommt trotzdem. Und darum ein Frühlingsgedicht von Uhland heute. Da kommt am Anfang das Wort Lind vor. Das meint nicht die Linde, sondern zart, sanft. Die Lindenlüfte sind erwacht. Sie säuseln und weben Tag und Nacht. Sie schaffen an allen Enden. O frischer Duft, o neuer Klang. Nun, armes Herze, sei nicht bang. Es muss sich alles, alles wenden. Auch Frau Ginger wendet sich. Die Welt wird schöner mit jedem Tag. Man weiß nicht, was noch werden mag. Das Blühen will nicht enden. Es blüht das fernste, tiefste Tal. Nun, armes Herz, vergiss der Qual. Es muss sich alles, alles wenden. Dieses Gedicht in Gottes Ohr. Und für die Geburtstagskinder möge sich alles natürlich zum Besten wenden. Liebe Ursel im Waldkirch im Schwarzwald, das Gedicht stammt natürlich aus dem kalligraphischen Kalender, den du uns geschenkt hast. Herzlichen Glückwunsch. Und liebe geschätzte Kollegin Ulrike Greim, auch eine Frau der dichten Worte in Weimar und ihr Geburtstagskinder. Seid behütet und hier kommt die Richtung, in der die Sonne für euch aufgeht.